Hey Leute, was geht ab? Ich mache mal ein kurzes Video und zwar geht es um Luftfilter. Ich mache einmal den Kasten auf, gucke mir mal den Pipercross Luftfilter an, den ich seit 6.000, 7.000 Kilometer jetzt verbaut habe. Erzähle euch ein bisschen was über die Soundveränderungen von Serie zu K&N, den ich vorher drin hatte, von K&N zu Pipercross und Serie Pipercross. Und bin gespannt, wie der klingt, wenn ich den Deckel mal weglasse. Kommt auf jeden Fall auch ein Video, was ich für euch mache. Weiß aber nicht, ob ich es heute mache. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie schmutzig der Pipercross geworden ist über die Zeit und wie sich das alles entwickelt. Kommen wir nun zu den Veränderungen von Serie zu K&N bzw. Serie zu Pipercross. Und zwar ist es so, dass durch den Filterwechsel sich beim Fahren mit dem aktuellen Auspuff-Setup beim Schalten 2., 3., 4. bei ungefähr ab 2500 Umdrehungen, wenn ich ganz normal vom Gas runtergehe, dass sich Knallen hinten einfach beim Auspuff entwickelt. Ist ziemlich geil, also nicht immer, gelegentlich mal. Das heißt, du schaltest 1., 2., gehst zum Gas, 3. hörst du knallst, dann kommt der 4. und so. Das ist halt ziemlich geil. Also wenn du vom ganz normal Gas gibst und vom Gas runter gehst, dann hast du halt einen Knall. Das war mit Serie nicht so, ist aber durch den Pipercross Luftfilter entstanden. Ziemlich geile Nummer das Ganze. Ansonsten ist es deutlicher mehr Zuwachs vom Sound bei Autobahnfahrten. So ab 120, 130 hörst du das auf jeden Fall. 4., 5., 6. Gang. Auf jeden Fall bei hohen Drehzahlen ab, ich würde mal sagen 5.500 ist es richtig geil präsent und macht einen ganz geilen Sound. Ist aber nie aufdringlich, ist nie dröhnt und ist nie so, dass es irgendwie unangenehm oder störend im Fahrer, im Fahrbereich oder im Innenraum ist. Weder mit meinem Auspuff-Setup noch mit dem Luftfilter. Bin gespannt, wie das ist, wenn der Deckel offen ist. Ich glaube, das wird schon ein ganzes Stück heftiger im Innenraum. Aktuell ist es so, du kannst ganz normal fahren. Es ist halt geil präsent, aber es ist nicht, dass es so auf die Eier geht und dass es halt wirklich stört. Unterschied K&N und Pipercross. Der K&N-Filter war im Innenraum nicht ganz so laut wie der von Pipercross. Also Pipercross ist schon eine ganze Schippe mehr Sound, die im Innenraum auftritt, weil ich hatte vorher Serie, dann K&N und dann Pipercross. Und von K&N zu Pipercross konnte ich auf jeden Fall noch eine Soundverbesserung feststellen. Deswegen von Serie auf Pipercross ist schon ein Stück mehr. Man muss aber auch ein Ohr dafür haben. So ein Ansauggeräusch hört man nicht. Man hört so ein geiles, tiefes Brummen. Also ist schon ziemlich sexy der Sound und macht echt Spaß. Ich denke, viel Sound wird auch einfach generiert durch den Auspuff, der einfach auch ganz geil klingt. Ja, ich halte mich kurz. Ich gehe jetzt an Schrauben, mache ein kleines Video von, zeige ich den Pipercross Luftfilter und erschneide auch ein bisschen was dazu. Also, peace. Was geht ab? Ab zum Schrauben. Im Endeffekt brauche ich nicht viel Werkzeug. Ich habe hier einmal Schraubenzieher, da sieht man es, und Ratsche. Und dann einmal eine Torx-Nuss, T20er, 0 unscharf, also Torx 20. Und ja, dann einfach die Schrauben rundherum einfach mal einmal lösen. So, ich denke, das war's auch schon. Jo. Dann einfach abziehen. Und dann habt ihr hier rechts an der Seite so einen kleinen Einhaken-Nippel. Und dann könnt ihr ja einfach so rum. So, da ist das gute Stück. Hier, da ist noch eine Stelle dran. So, hier ist das gute Stück. Ein paar Franseln drauf. Aber eigentlich sieht er aus wie neu. So sieht das Ding aus. Hier sitzt dann die Schelle dran. Ja, das war's. Man sieht, hier ist alles picobello.
Inbau ist eigentlich ganz einfach. Man hat hier so eine kleine, keine Ahnung, wie man das nennt. Das wird hier oben ist es schmal, oben wird es dicker. Und dann steckt man das genau hier in diese Fuge rein. Da. So. Und dann presst man die ein bisschen zusammen, dass er auch vorne da um den Ring passt mit der Schelle. Und dann war es das eigentlich auch. Reindrücken. Und das Plastik hat auch ein bisschen Spiel, also man kann da ein bisschen reinpressen, dass man da auf jeden Fall ganz gut Platz schafft. Und dann ging das auch relativ flott rein. Schelle festballern.